Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Serie Die Energiewirtschaft der Zukunft. Ein Drittel des deutschen Stroms ist grün. Zunehmend setzen auch Stadtwerke natürlich auf Grünstrom. Warum ist das so? Antworten kann uns jetzt unser Gast, den wir heute hier begrüßen, geben. Es ist Lars May, Leiter Marketing und Vertrieb der Stadtwerke Neustadt in Holstein. Herzlich willkommen, Herr May. Hallo, Herr Edlinger. Es freut mich, dass Sie Ihren Weg zu uns hier gefunden haben. Gerne. Und ich habe es ja schon erwähnt, hoher Grünstromanteil in Deutschland. Und selbstverständlich kann man ja schon fast sagen, bieten auch die Stadtwerke Neustadt in Holstein ein Grünstromprodukt an. Richtig, genau. Wir haben sowohl im Tarifkundenbereich als aber auch im Gewerbekundenbereich Grünstromprodukte im Einsatz. Die Nachfrage ist im Moment etwas verhalten, aber insgesamt ist das für uns ein Thema, weil wir natürlich auch uns gerade im Bereich der oder vor dem Hintergrund der Energiewende zur, ich sag mal, nachhaltigen Energieerzeugung klimaneutral verpflichtet sehen. Dementsprechend bieten wir diese Produkte aktiv auch an. Geben dem Kunden also immer auch die Möglichkeit, bei der Wahl seines Stromtarifes auf einen Ökostromtarif zu setzen. Gleichzeitig kommt aber teilweise auch mittlerweile aus dem Gewerbe oder sogar aus dem Industriesektor die konkrete Nachfrage nach klimafreundlichem Strom oder Gas. Woran liegt da der Vorteil für den Kunden ganz konkret? Der Vorteil liegt natürlich hauptsächlich darin, dass der Kunde selbst ja sozusagen nicht unmittelbar in der Lage ist, seinen Strom- oder Gasbedarf grün zu erzeugen. Das heißt, er möchte sich aktiv aber trotzdem an der Energiewende beteiligen und setzt daher auf ein Grünstromprodukt, was mit Wasserkraftzertifikaten als Beispiel hinterlegt ist, um dadurch seinen Anteil an der Energiewende mit einzubringen. Also das ist ja jetzt auch schon mit angeklungen. Man könnte also sagen, Sie sehen die Stadtwerke auch durchaus als Motoren der Energiewende. Richtig. Das ist ja nicht nur der politische, sondern auch vor allen Dingen der moralische Auftrag der Stadtwerke, die Energiewende voranzutreiben. Und es gibt natürlich verschiedene Stellschrauben, an denen man dazu drehen kann. Und für uns ist eben das aktive Angebot eines Ökostrom- und Ökogastarifes in dem Moment eine Selbstverständlichkeit. Vielleicht wagen wir einen kleinen Blick in die Zukunft. Ihrer Meinung nach, wie sehen Sie den Bereich, wie sehen Sie den Markt in der Zukunft? Also wir werden in Deutschland sicherlich durch den weiteren Zubau von erneuerbaren Energieanlagen, sowohl Windkraft als auch Photovoltaik, als aber auch alle anderen Bereiche, die letztendlich zu einer klimafreundlichen Energieerzeugung beitragen, weiterhin den Strommix Deutschlands weiterhin vergrünen können, was gut und wichtig und richtig ist. Aber insgesamt ist es ja unser Ziel, die Energiewende so weit voranzutreiben, dass wir irgendwann vielleicht 100% erneuerbare Energien in den Netzen haben. Trotzdem interessant, und wir werden es ja über kurz oder lang sehen, wie sich der Markt dann tatsächlich entwickeln wird. Richtig. Vielen Dank für die Zeit, die Sie sich für uns genommen haben, gerne, dass Ihr Weg Sie hier zu uns geführt hat. Und vielen Dank für die sehr informativen Details, die Sie uns haben zukommen lassen zum Bereich Grünstrommarkt in Deutschland. Ich habe zu danken. Wenn Sie sich für weitere Themen interessieren, dann klicken Sie doch einfach weitere Videos in unserem YouTube-Channel an oder schauen Sie auch auf unserer Internetseite vorbei, www.asef.de.